Ein Thema, das mich seit langem fasziniert, ist das der menschlichen Willensstärke oder Willensschwäche. Wer von uns hat nicht schon mal einen Vorsatz gefasst, ganz felsenfest, und ist dann doch kläglich dabei gescheitert? Ich nehme mich da selbst auch nicht ganz aus. Es ist nun mal nicht immer ganz einfach, die eigenen Langzeitziele durchzuhalten, angesichts all der Versuchungen um uns herum. Aber ganz egal, ob es jetzt zum Beispiel darum geht, Gewicht abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, keine unnötigen Produkte zu kaufen oder auf einer Feier nüchtern zu bleiben, weil man noch mit dem Auto nach Hause fahren möchte. Hier in Köln beschäftigen wir uns viel mit der Frage, von welchen inneren und äußeren Faktoren es abhängt, wie Menschen diesen inneren Konflikt, mentalen Konflikt zwischen Leidenschaft und Vernunft eigentlich lösen. Wie lassen sich Ziele zum Beispiel effektiv formulieren? Welche Rolle spielt das soziale Umfeld dabei? Wie entsteht eigentlich Verlangen im Gehirn? Und wie kann man Menschen dabei helfen, problematisches Verlangen zu regulieren und im Zaum zu halten, wenn das gewünscht ist? Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo wir dann als Psychologen unsere Erkenntnisse wieder an die Gesellschaft, an die Menschen zurückgeben können.